Gellert! Goedemiddag, Gellert! Het gaat niet goed, ik ga er aan doen, hè? Ihr habt also genauso viel Ahnung von Griechisch wie ich, dann müsst ihr euch das Flair wohl anders holen. Dafür ist die Olive perfekt. Hallo, Tristan hier, euer 1000 gute Gründe Gärtner. Ihr hattet auch immer mal wieder die Frage, wie pflege ich eine Olive, welchen Standort wähle ich, wann kann ich sie schneiden, wie muss ich sie schneiden, und da wollen wir heute mal drauf eingehen. Also vom Standort her, wenn ihr die im Kübel haltet, was sich anbietet bei einer Olive, die sind nämlich nicht winterhart, wählt den Kübel mit einer Erde, die Blähton enthält. Also die soll sehr gut drainieren. Die dürfen nämlich nie zu feucht stehen, können eher auch mal trocken werden. Ist gar kein Problem. Hier der Kamerad, der ist jetzt schon ein bisschen so am Schlappen. Das ist gar kein Problem. Wenn er heute Abend wieder eine Ladung Wasser kriegt, ist da alles wieder in Ordnung. Also da braucht ihr euch wirklich keinen Stress machen. Wenn ihr abends mal Gießen da vergessen habt, gar kein Problem. Lichtverhältnisse sollten so hell, wie es nur irgendwie geht, sein. Also wenn ihr die in der prallen Sonne stehen habt, ist das überhaupt gar kein Problem. Tut der Pflanze eher gut. Also da müsst ihr auf jeden Fall drauf achten. Halbschattig ist schon eher ein Problem. Dann schießen schnell mal die Triebe so durch, wie wir das jetzt hier bei dem haben. Da kommen wir aber gleich nochmal zu. Vom Düngen her in der Wachstumsphase, also sprich so ab Juni, Juli, wenn es auch wirklich richtig gutes Wetter ist, könnt ihr da einmal wöchentlich mit einem Volldünger ruhig zuarbeiten, gerade wenn ihr die in einem Gefäß stehen habt. Vom Winter her, also wenn wir in Richtung Winter kommen, so ein Gefäß auf jeden Fall in Winterquartier räumen. Hell, Temperaturen so 5, 8 Grad wäre perfekt. Gibt da nur ganz wenige Sorten, die eine etwas höhere Frosttoleranz haben, die dann auch mal bis minus 5 abkönnen. Also wenn ihr die auspflanzen solltet, weil es bei euch halt ein bisschen milder ist, müsst ihr die selbst im Winter auch auf jeden Fall schützen mit einem Vlies. Und dann kriegt ihr die tatsächlich auch über den Winter. Einräumen ist da aber immer das bessere Mittel der Wahl und bietet sich auch an, sowas in einen Container oder in ein großes Gefäß zu pflanzen. Da seid ihr perfekt mit unterwegs. Ja, vom Schnitt her war halt häufig die Frage, wie und wann schneide ich so eine Olive. Also die Hauptschnitte finden eigentlich im Frühjahr statt, bis, ich sag mal, so Mitte April. Wenn jetzt wirklich mal die Krone, die jetzt bei dem so ein bisschen außer Linie gekommen ist, wenn ihr da richtige Form wieder reinbringen wollt, muss das eigentlich so bis Mitte April stattfinden. Wenn jetzt so Schusstriebe kommen oder Wassertriebe, wie jetzt bei dem hier, da könnt ihr ruhig auch im Verlauf vom Sommer mal so kurz die Form wieder beiarbeiten, indem ihr hier so Triebe rausholt und die Form der Krone wieder ein bisschen herstellt. Jetzt kann man es hier schon ein bisschen erkennen. Wir können da auch noch mal hier den Trieb abschneiden. So reicht dann schon aus. Also Olive wird auch tendenziell eher zaghaft geschnitten, also jetzt nicht schön Benzin in die Heckenschere anschmeißen, das Ding und das Teil einfach mal in Form schneiden. Das ist da eigentlich eher falsch. Also da müsst ihr eher ein bisschen zaghaft schneiden. Vom Schnitt an sich unterscheidet man da auch in zwei Schnittarten. Einmal der Erhaltungsschnitt. Das ist der Schnitt, wo dann tatsächlich abgestorbene, vertrocknete Triebe rausgeschnitten werden. Und dann haben wir auf der anderen Seite noch den Erziehungsschnitt, der sich dann auch in zwei nochmal unterteilt. Einmal den äußeren Kronschnitt, den wir jetzt hier gerade angefangen haben. Da zählt dann halt sowas zu, dass ich die äußere Form der Krone wieder herstellen möchte, um eine dichte und formstabile und formschöne Krone zu bekommen. Jetzt hier sind wir dann auch schon fast da. Also das muss jetzt auch nicht so hundertprozentig sein. Nur die Triebe, die wirklich weit rausragen, die sollten dann abgeschnitten werden. Das nächste ist der innere Kronenschnitt. Da geht es dann tatsächlich darum, Triebe, die direkt in die Krone reinwachsen und nachher innen das Licht nehmen, die müssen auf jeden Fall rausgeschnitten werden. Dann schneidet ihr auf jeden Fall auch Triebe raus, die parallel wachsen. Da ist meistens einer dominant und einer etwas zurückliegend. Den zurückliegenden schneidet ihr ab, dann wird der Dominante wieder gefördert und die Energie geht in den dominanten Trieb rein und somit habt ihr da auch ein besseres Wachstum. Triebe, die über Kreuz zum Beispiel wachsen, jetzt haben wir hier an dieser kleinen da natürlich kein Beispiel. Ja, hier kann man es so ein bisschen erkennen, wenn die jetzt hier so über Kreuz wachsen oder der hier, so einen könnt ihr dann halt auch rausschneiden. Also alles, was über Kreuz wächst, auf jeden Fall auch rausnehmen. Sowas wollen wir in der Krone halt nicht haben. Ja, hier ist jetzt an der großen, da ist wohl eine Kamikaze-Taube reingeflogen. Das zählt dann aber eher zum Erhaltungsschnitt. Hier sieht man es vielleicht ein bisschen, da ist der Trieb geknickt. Hat zwar noch die Blätter, sie welken auch noch nicht, aber am langen Ende wird auf jeden Fall so ein Trieb dann absterben. Hier sieht man den Knick. Die
Versorgung mit den Pflanzensäften wird nicht mehr sein. Er würde auch nach unten hängen. Alleine aus dem Grund wird er dann schon geschnitten. Aber da die Verletzung aufweist, schneiden wir den auch raus und führen somit die Energie wieder oben in die Krone. Hier haben wir jetzt auch noch so einen Trieb, der komplett aus der Form rausragt. Den würden wir halt auch kappen und rausnehmen. Ist dann ab und zu dann auch schon mal ein etwas massiverer Eingriff, aber wird der Form auf jeden Fall die Stabilität geben. Hier ist jetzt nochmal so ein Beispiel für einen Trieb, kann man jetzt auch erkennen, ist schon die Neigung, der hing also so an der Krone. So Triebe brauchen wir halt auch nicht. Wir wollen die Triebe haben, die nach oben ragen, die schneiden wir dann halt auch raus. Dann hier ist noch ein Beispiel für so einen Trieb, der einfach altersbedingt abgestorben ist, keine Blätter dran. Der würde jetzt einfach nur bis zur Hälfte noch Energie verbrauchen. Die Pflanzensäfte würden immer noch eingeführt werden, bringen hier allerdings nichts mehr. Deswegen nehmen wir so einen Trieb auch raus und führen halt die Energie in die Triebe, die wir A halten wollen und B, die auch die Form dann stabil halten. Ja, ich schneide jetzt mal einfach wild was ab. Da könnt ihr das auch sehen. Nach einer Zeit bildet sich dann meistens am einjährigen Laub, also an den Trieben, die letztes Jahr entstanden sind, bilden sich dann schon die kleinen Ansätze hier. Das sind minimalste Blüten, wo dann nachher halt auch die Frucht, sag ich mal, entsteht oder die Olive. Frucht ist ja jetzt da nicht ganz richtig. Da sind wir dann wieder beim Standort. Je mehr Sonne die kriegen, umso schneller werden sie reif. Wir sind ja halt nicht in Griechenland, wird sehr lange dauern. Also das kann durchaus sein, dass so eine Verfärbung ins Schwarze erst mit der Wintersonne so in Richtung November passiert. Da habt ihr dann also passend für euer Tapas oder für euren griechischen Bauernsalat an Weihnachten, falls ihr den esst, habt ihr die Oliven aus der eigenen Ernte. Wird allerdings schon sehr schwierig werden und ist sehr anspruchsvoll. Bei extrem hellen und warmen Sommern kann das durchaus mal klappen. Und das wäre natürlich dann die Krönung des Erfolgs. Ansonsten müsst ihr da halt eher zaghaft dran. Diese richtig harten Formschnitte finden dann halt tatsächlich eher im Frühjahr statt. Standort windgeschützt, sehr hell, Wasser mäßig geben, eher trocken halten. Dann seid ihr eigentlich mit der Olive perfekt aufgestellt und geht da nicht mit Pleite. Somit habt viel Spaß mit einer Olive. Ich bin da mal raus. Ciao.